Hallo und herzlich willkommen bei den Movie Cops. Get Swifty with the Movie Cops ist das Motto, wobei eigentlich nur mit mir. Weil ihr seht, ich habe da jetzt einmal den Ersatz-Bad Cop neben mir. Weil, passend zum Titel von uns, Movie Cops, hat uns Murphy's Law gerade ein bisschen fest im Griff, beziehungsweise das wiederum nicht uns, sondern der Bad Cop. Weil nach, Urlaub, dann überlastet, dann krank und jetzt hat er sich nochmal etwas anderes eingefangen, was ansteckend ist, wo ich muss sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und darum habe ich gefunden, komm, ich muss jetzt zwangsläufig nochmal den Alleinunterhalter spielen für euch. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass sich das jetzt nächstes Mal dann wieder ändert, weil es kann es ja nicht sein, oder? Ich meine, ich wünsche dem Bad Cop da nochmal alles Gute. Komm wieder auf die Beine, ich brauche dich. Ich kann da nicht die ganze Zeit alleine machen, das geht nicht. Aber gut, jetzt ist halt so. Und auch wenn ich jetzt auf Facebook am letzten Wochenende versprochen habe, dass der Bad Cop wieder dabei ist, jetzt ist er halt nicht dabei, jetzt gibt es halt mal wieder Rubrik mit mir. Und da habe ich für euch heute etwas ganz Lustiges, und zwar der Film Gun Shy mit dem Antonio Banderas. Regie hat geführt der Simon West, da kennen wir auch von so Filmen. Sein erster Film war Con Air, dann haben wir Tomb Raider gehabt, dank eben, und Expendables 2 und The Mechanic und so weiter. Das allein tut schon eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen, würde ich mal sagen. Actionfilm. Wobei, ganz schein, tut so, als wäre ein Actionfilm. Der Trailer tut auch so, als wäre es ein Actionfilm. Das Cover vom Film tut extrem, als wäre es ein riesiger Actionfilm. Mit Explosionen und fast ein bisschen Mariachi-Style, wie er da mit seinem Köfferli rumläuft und so. Weil der Antonio Banderas spielt auch da mal wieder ein Musiker, aber ein bisschen anders. Es hat alles ein bisschen Twist. Und zwar ist ein alternder Musiker namens Turk Henry, wo Bassist war in einer sehr erfolgreichen Band. Aber es ist alles nicht mehr so... Ja, er ist mehr auf dem absteigenden Ast, kann man sagen. Macht aber mit seiner Frau, gespielt von der Olga Kurilenko, die kennen wir aus Oblivion und Quantum of Solace, der James-Bond-Film. Und sie ist ein Supermodel, spielt seine Frau und mit ihr zusammen geht er einen Urlaub in Chile machen. Blöderweise mit in der Off-Season, wo gar nicht los ist. Es ist kalt, der Pool ist leer, aber er hängt trotzdem die ganze Zeit am Pool ab und lässt sich da vor allem Jugendliche gerne immer wieder mal ein Bier bringen. Seine Freundin allerdings, die findet, hey, wenn wir schon im Urlaub sind, machen wir doch das Beste draus und dann lernen wir ein bisschen Land, Leute und Kultur kennen. Er hat da aber nicht so wirklich Bock, aber findet ja, sie kann ja. Das ist ja ihre Freiheit und die will er ihr auch gönnen und er will ihr das gar nicht kaputt machen und darum soll sie doch einfach gehen. Und dann geht sie auf sie meint Fotisafari, stellt sich dann raus, dass es nicht ganz nur ums Fotografieren geht und wird dann dort entführt, tatsächlich. Von Piraten, wobei Piraten, also es sind Anfänger-Piraten, sagen wir es mal so. Jetzt hat es aber in Chile noch einen US-Diplomat, der bekommt Wind davon und findet, hey, das können wir doch irgendwie aufbauschen und so tun, als würde es um Terroristen gehen. Weil er erhofft sich durch das noch einen Karrieresprung, dass er aus dem Chile rauskommt, weil es gefällt ihm dort überhaupt nicht und er will aus dem Loch einfach nur noch weg. Also baust er das Ganze auf. Problem dabei ist natürlich der Antonio Banderas, also der Turk Henry, wo der dann die Lösegeldforderung bekommt für seine Freundin, ist er eigentlich bereits zahlen. Aber die amerikanische Regierung hat ein Problem damit, weil mit Terroristen dürfen wir nicht verhandeln und erst recht kein Lösegeld auszahlen. Und schon haben wir dort einen riesen Zwist, also Zwist, nicht Twist, Zwist zwischen einem Ehemann, einem alten Rockstar, der gerne seine Frau zurück will, und einem Regierungsagent, wo der Diplomat besser gesagt, wo eben genau das will vermieden, damit er sich selber kann zu einer besseren Karriere verhelfen und an einen besseren Ort kommt. Was bleibt dem Turk Henry da anderes übrig, als die Sache die eigene Hand zu nehmen und ohne, dass es der Diplomat bemerkt, versuchen, das Lösegeld irgendwie zu den Piraten zu bringen, um seine Frau zurückzubekommen. Das ist, worum es geht. Jetzt ist es aber so, das tönt jetzt im ersten Moment vielleicht auch noch viel Action. Ich muss aber sagen, nein, es ist eindeutig eine sehr dialoglastige Komödie. Es geht darum, wie geht so ein Typ, der eigentlich ein absoluter Memme ist, der nicht einmal schnallt, was Kunstobjekte sind. Das Gefühl hat, dass ein riesengroßer Aschenbecher und eine riesengroße Zigarette in seinem Zimmer wirklich zum Benutzen da sind. Also er ist nicht der Held. Und da ausgerechnet da versucht dann mit Unterstützung von ein paar Leuten seine Frau zurückzubekommen. Und seine Frau wiederum hat wiederum ein bisschen
größere Gespräche mit ihren Entführern, wo sie sich dann auch ein bisschen annähern. Und das Ganze erinnert mich eigentlich mehr so an ein Theaterstück. Es ist so ein Schwank, so ein Lustspiel. Action hat es auch. Es hat auch extrem böse Momente. Es hat wirklich, gerade auf der Safari am Anfang, hat es einen Moment, wo man denkt, nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert, was da jetzt passiert ist. Ich sage nur Lamas und es lösen sich ein paar Schüsse. Mehr sage ich dazu nicht, das müsst ihr selber anschauen, das glaubt man fast nicht. Es wirkt ein bisschen wie ein Bruch im ganzen Film, ist es aber schlussendlich nicht wirklich, weil der Film spielt ein bisschen damit, mit Erwartungshaltung, wirft einen immer hin und her. Wie gesagt, Action hat es nicht viel. Ich kann mich an eine einzige Verfolgungsjagd erinnern, wo der Turk Henry auf einem Rollkoffer ist. Und ansonsten gibt es ein paar ganz wenige Schusswechsel und der Rest ist wirklich dialogbasiert. Aber wegen dem nicht schlecht. Wegen dem überhaupt nicht schlecht. Der Film ist grundsätzlich unterhaltsam, sympathisch, haltet einen grundsätzlich die ganze Laufzeit bei Laune. Der Antonio Banderas holt aus dieser Rolle alles raus, was er noch hat und es macht richtig, richtig Spass, ihm zuzuschauen. Olga Kurylenko ist ein Augenschmaus. Und das Ganze ist einfach dermaßen absurd zwischendurch, dass man einfach nicht anders kann, als den Film nicht ungern zu haben. Also ich habe ihn recht gern gehabt. Und darum beantrage ich auch hier gute 3 von 5 Handschellen. Er ist jetzt nicht der Riesenwurf, aber sympathisch, kann man mal anschauen. Und für alle, die das jetzt neugierig gemacht hat, wir verlosen den Film 3-mal. Ganze 3-mal auf Blu-ray verlosen wir ganz schei vom Simon West mit dem Antonio Banderas. Und da frage ich gerade mal, der Antonio Banderas ist unter anderem für vieles bekannt. Aber es hat eine Phase gegeben, wo er bei 4 Filmen sind es, glaube ich, sogar gesehen, plus noch ein Spin-off. Beziehungsweise, ja, ein Spin-off ist gesehen, ja. Eine Animationsfigur synchronisiert hat, die nicht so eine Meme ist, wo genau das Gegenteil ist, so eine richtige Draufgänger, die aber extrem herzig reinschauen kann. Von welcher Animationsfigur rede ich da? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Dann habt ihr eine Chance, eine von 3 Blu-rays von ganz schei bei uns zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Cops.